Es ist ein Puschlitz. 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 Puschlitz, 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 Puschlitz. Puschlitz. Da war ich schon. Was habe ich denn hier? Ah. Munition. Stanag, DMR-Magazin. Da sagt der Puschlitz nicht nein. So, hier gibt's nichts mehr. Dann wollen wir natürlich auch uns nochmal in den ersten Stock wagen. So. Ah. Hier gibt es Munition bis zum geht nicht mehr. Brauche ich zwar alles nicht, aber ich sage mal so. Ich hoffe ja immer noch auf ein bisschen, auf eine bisschen bessere Waffe als das Pistölchen, was ich jetzt hier nur mit mir rumschleppe. Und da ist es immer gut, schon mal entsprechend ausgerüstet zu sein. So. Komm zu Papa, liebe Winchester. Lee Enfield, nicht Winchester. Lee Enfield. So, die wollen wir doch mal gleich an uns nehmen. Ja, so viel dazu. Man sollte vielleicht die dazugehörige Munition auch aufnehmen. So. 10 Schuss. Besser als nichts. Was haben wir hier noch? Gil. Makarov. Ah, okay. Schon voll. Dann wandert das Zeugs halt eben jetzt in den Rucksack. So. So, ich höre auf jeden Fall unschöne Geräusche, die mich doch stark an den eines Zombies erinnern. Ja, wenn man davon spricht. Wollen wir uns mal hier leise bewegen, weil ich habe garantiert jetzt keinen Bock auf Zombie-Action. Aber man sollte auch vielleicht so ein kleines bisschen den Weg im Auge behalten. So, ich hoffe, das hat jetzt gereicht. Uiuiui, hier ist mehr Gesindel, als ich gedacht habe. Das macht mich jetzt nicht froh. Und der Supermarkt ist kein Supermarkt, sondern ein Hotel. Aber das nur so mal am Rande. So. Hier ist ein bisschen Zeug. Aber ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich garantiere euch, Open Bag, das packe ich jetzt mal in meinen Rucksack. So, nimm halt oben einen Stahlbolzen mit. Zack. Weil hier bin ich mit Garantie, Leute, das sage ich euch, nicht alleine. Und da meine ich jetzt mit Sicherheit nicht die Zombies. So, ist das hier der Supermarkt? Oh nein, ist auch kein Supermarkt. Hier pappen sowjetische Geldscheine und Briefmarken an der Wand. Das brauchen wir nicht. So. Ah, hier ist schon ein ungeliebter Kollege. Das hier sieht nach einer Bank aus, kann das sein? Ja, würde ich mal sagen, ne? Warum kleben sonst Geldscheine an der Wand? Wir haben eine sowjetische Bank betreten. Und hier ist ein großes Einkaufszentrum. Und das erinnert mich doch mal stark an eine meiner letzten Folgen, in dem ich durchs Einkaufszentrum schwimmen konnte. Wenn euch das interessiert, Poschlitz schwimmt durchs Einkaufszentrum, solltet ihr auf jeden Fall mal in meinem Kanal gucken. Ich glaube, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, heißt die Folge Shopping Fun. Ist auf alle Fälle ein Blick wert, Leute. So. Aber hier in diesem Einkaufszentrum. Ah. So, warum nehme ich jetzt meine Pistole? Bin auch schon ganz durcheinander. Bla 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 bla. Nichts.
Es gibt noch einen Gegenstand, den ich unbedingt brauche. Und das ist eine Map. Und deswegen bin ich jetzt hier in diese Shopping Mall unterwegs. Dachte jetzt, da lag was. Ich bin jetzt hier in der Shopping Mall unterwegs, in der Hoffnung, hier vielleicht meine Map zu finden. So, hier liegt aber nur Dreck. Dreck. Irgendwas Eingepacktes. Bei eingepackten Sachen, da bin ich immer skeptisch, weil ich noch nicht schlau genug bin. Okay, ist eine Watch. Aber hier Getränk. Aber ich brauche eigentlich nichts. Meine Werte sind alle perfekt. Und ich bin zumindest mit sonstigem Zeug ausgestattet bis zum geht nicht mehr. Naja, schauen wir mal ein Stockwerk höher. So, was haben wir denn hier Schönes? Gar nichts. Ist auch gut, braucht man nicht so lang suchen. Und hier, oh, da liegt was. Aber was, das konnte ich jetzt nicht zweifelsfrei erkennen. Dreck. Fernglas, Geilomatik. Fernglas. So, jetzt können wir auch mal die Umgegend beobachten. Aber ich glaube, viel Spannendes ist hier jetzt gerade nicht zu sehen. So, hier lag ja nur der Dreck. Und was haben wir da hinten? Noch mehr Dreck. Da draußen liegt was. Hallo? Tate Map! Es gibt einen Gott, Leute. Peter Poschlitz, ready to begin. So. Peter Poschlitz, no Ahnung, wo er ist. Okay, Peter Poschlitz, doch eine Ahnung, wo er ist. Das hier muss diese monströs lange Brücke sein. Das heißt, ich muss hier irgendwo sein und werde mir jetzt einfach mal am Krasnotz namens Airport einen Waypoint setzen. In der Hoffnung, dass jetzt nicht 1500 Kilometer weit weg ist. Gut. Und nein, nur 1,6 Kilometer. Perfekt. Das ist doch mal eine Hausnummer. Gut. Also dann. Nächster Halt. Airfield. Hoffen wir mal, dass wir so weit kommen. So, es sind aber nur 1,6 Kilometer. Also üblicherweise sollte das eigentlich zu schaffen sein. Wäre da nicht mein Rechner, der andauernd so viel denken muss und dadurch die Framerate killt. Ich würde ihm gerne das Denken abgewöhnen, während ich spiele. Ups. Aber ich glaube, diese Funktion gibt es nicht. Nee, ist immer so, ich höre dann dem Rechner so die Festplatte am Arbeiten und während die dann so ein bisschen am Rattern ist, das höre ich, obwohl ich hier mit Headset spiele, habe ich dann hier so leichte Performance-Schwierigkeiten. Und das würde mich mal interessieren, ob ich das irgendwie umstellen, sonstig verändern kann. Wenn, dann wäre mir zumindest noch nicht bekannt, wie. So, das ist der Supermarkt, aber den brauche ich jetzt mal nicht, weil wir steuern jetzt auf unser Ziel zu. Wackelfreunde und Spielplatz. Das hier sieht mir ein bisschen aus wie Wohnen zweiter Klasse. Ne, hier so riesen Wohnblocks. So, langsam werde ich ein wenig durstig. Aber geht noch. Geht alles noch. Kein Problem. Gute Qualität, guter Preis. So. Fahrzeuge oder dergleichen sucht man hier zwar vergeblich, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, wir verlassen die Stadt.
und betätigen uns wieder als Wildhüter. Ab in den Dschungel, sage ich dazu nur. Bin mal gespannt, was es an dem Airfield Spannendes zu erleben gibt. Hoffentlich nicht den schnellen Tod, denn das wäre ungünstig.